Sehr geehrte Teilnehmerinnen, sehr geehrte Teilnehmer, mein Name ist Kai Brune. Ich begrüße Sie heute im Namen des Fraunhofer IFAMs zur Webinarreihe Kleben aber sicher. Heute mit dem ersten Teil der Nachweisführung von Klebverbindungen. Das Webinar wird wie bei allen bisherigen Webinaren wieder aufgezeichnet und hinterher über die Seite sicher-kleben.de wieder bereitgestellt für die, die sich es nochmal angucken wollen oder an Kollegen oder Interessierte den Link dann weitergeben wollen. Das Webinar sowie die weiteren Webinare dieser Reihe sind auch dieses Jahr wieder kostenfrei. Ihre Mikrofone sind auf stumm geschaltet automatisch und Ihre Kamera wird auch nicht übertragen. Sie haben aber die Möglichkeit, über den Punkt Fragen in dem Menü dieser Software Fragen zu stellen. Diese werden dann von uns aufgenommen und dann in der späteren Diskussion betrachtet. Das heutige Webinar wird von meinem Kollegen Herrn Dr. Christoph Nagel moderiert. Und als Co-Moderatorin steht die Kollegin Andrea Paul zur Verfügung, die dann im zweiten Teil die Fragen dann eben mit Herrn Nagel diskutiert. Wir werden etwa eine halbe Stunde Vortrag von Herrn Nagel hören und haben dann bis zu einer halben Stunde Zeit, noch Ihre Fragen zu diskutieren und noch weitere Aspekte auszuführen. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Spaß und übergebe jetzt weiter an den Kollegen Christoph Nagel. Christoph, es ist jetzt bei dir, den Vortrag zu starten. Okay, vielen Dank, Kai. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über Nachweisführung von Klebverbindungen nach der DIN 2304. Und ich werde jetzt auf den Abschnitt 549 eingehen. Das wäre ab Seite 12 der DIN 2304-1 im Status von 2016. Mein Plan ist, jetzt leckt gerade meine Präsentation. Jetzt haben wir gerade ein kleines technisches Problem. Ja. Jetzt. Okay. Mein Plan ist, Ihnen anhand eines ausgearbeiteten Beispiels die vier Wege der Nachweisführung zu präsentieren. Das sind die vier Wege, die nach der DIN 2304 akzeptabel sind. Ich habe die hier auch im Vortrag genauso nummeriert, wie sie in der 2304 auftauchen. Ich habe nur die Reihenfolge ein bisschen geändert und zwar aus didaktischen Gründen. Ich werde mit dem Weg 3 anfangen, gefolgt von Weg 2 und so weiter. Ganz allgemein zur Nachweisführung, zur Begriffsdefinition, wenn ich einen Nachweis führe für eine Struktur, dann bedeutet das, ich muss die Konformität der Struktur bzw. der Konstruktion mit den Anforderungen darlegen. So ist es allgemein definiert. Das bedeutet im Speziellen, dass ich zeigen muss, dass das konstruierte Bauteil die Anforderungen über die Gebrauchsdauer erfüllt. In den meisten Fällen ist das damit gleichzusetzen, dass ich einen Festigkeitsnachweis der Struktur führen muss. Wenn ich jetzt über eine geklebte Struktur spreche, dann beschränkt sich das nicht nur auf den Festigkeitsnachweis, sondern da ja die Kräfte auch über Adhäsionen übertragen werden, wie wir ja wissen, müssen wir natürlich die Adhäsionen mit betrachten. Und dann spielt natürlich auch die Medienbeständigkeit eine Rolle und die Fertigungsbeanspruchung, also Eigenspannungen, die durch den Fertigungsprozess praktisch den Lastspannungen überlagert sind. Das muss bei einer Klebverbindung alles mit betrachtet werden. Dann können wir uns fragen, wann ist denn ein Festigkeitsnachweis erforderlich? Die 2304 sagt dazu, wenn eine Verbindung in eine der Sicherheitsklassen S2 oder S1 eingeordnet worden ist, dann müssen wir einen Nachweis führen. Wir sehen hier in der Übersichtstabelle die Sicherheitsklassen nach der 2304. Und die Einteilung in die Sicherheitsklassen, die richtet sich danach, was im Fall des Versagens der Konstruktion passiert. Also ob da Gefahr für Leib und Leben besteht, beziehungsweise ob Vermögensschäden zu befürchten sind. Und die höchste Sicherheitsklasse, das wäre die S1, die hat, wie wir hier in der Tabelle sehen, sehr hohe Sicherheitsanforderungen. Und diese Einstufung erfolgt dann,
wenn im Fall des Versagens der Konstruktion eine unabwendbare Gefahr für Leib und Leben besteht. Man denke hier zum Beispiel an eine Luftfahrtstruktur, die im laufenden Betrieb versagt. Dann ist die Gefahr für Leib und Leben unabwendbar. Sicherheitsklasse 2 würde bedeuten mittlere Sicherheitsanforderung. Dort wird Gefahr für Leib und Leben als auch Vermögensschäden betrachtet. Und man hat also eine bestimmte Wahrscheinlichkeit dafür, dass Personen geschädigt werden beziehungsweise dass Vermögensschäden verursacht werden. Dann hätten wir die Klasse 3, die hat niedrige Sicherheitsanforderungen. Dort ist Gefahr für Leib und Leben bzw. Vermögensschäden unwahrscheinlich. Und Klasse S4 wäre dann schließlich keine Sicherheitsanforderung. Das wäre der geklebte Handtuchhalter. Das Beispiel, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist mal in einem Projekt zum Kleben im Schienenfahrzeugbau betrachtet worden. Das ist ein Seitenwandmodul. Das Schöne hierbei ist, dass sehr, sehr viele Informationen vorliegen, dass die auch keiner Geheimhaltung unterliegen. Das heißt, man kann hier schön die vier Wege der Nachweisführung mal demonstrieren, sowohl anhand von gemessenen Daten als auch anhand von Bauteilprüfungen. Das Teil ist aus fünf Spanten und einer Anzahl von Deckblechen zusammengesetzt, die teilweise beidseitig auf den Spanten sitzen. Das heißt, man hat hier nicht direkt eine Sandwich-Konstruktion. Also es ist vielleicht zu vergleichen mit einer durchbrochenen Sandwich-Struktur, wobei man hier allerdings keinen Kern drin hat. Also in dem Sinne ist vielleicht auch mit einer Kastenstruktur, mit einer halbgeschlossenen Kastenstruktur zu vergleichen. Die Klebverbindungen befinden sich in dem Bauteil hier, wenn man diesen kleinen Löchern folgt, die ursprünglich mal für eine mechanische Verbindung vorgesehen waren, so dass wir praktisch an allen umlaufenden Kanten der Blechteile und der Spanten eine durchgehende Klebschicht haben. Und diese Teile sind auch einmal in Form einer mechanisch gefügten Variante und einmal in Form einer geklebten Variante aufgebaut und geprüft worden. Und ich spreche jetzt über die geklebte Variante. Auf der linken Seite im Bild sehen wir die Struktur im teilaufgebauten Zustand. Wir erkennen hier den Querriegel und wir erkennen hier die Spanten. Wir erkennen hier auch weiterhin die Deckbleche im Fenstereckenbereich, oben und unten. Und wir sehen auf der Rückseite des Bauteils die geschlossene Außenseite. Das Bauteil selbst ist aufgebaut aus nicht rostendem Stahl, 14301. Das hat eine Oberflächenvorbehandlung bekommen vom Verkleben. Das ist eine kombinierte Primer- und Laservorbehandlung. Das Verfahren hieß damals CLP. Das heißt, der Primer wurde aufgetragen und wurde anschließend mit einem Laser mittlerer Leistung vernetzt und an der Oberfläche anreagiert. Der Klebstoff ist ein pastöses 2K-EP-Harz gewesen, das manuell aus der Kartusche appliziert worden ist und einseitig aufgetragen wurde. Anschließend wurde der Klebstoff für 7 Tage bei Raumtemperatur gehärtet, bei Bedingungen von 20 Grad und ca. 40% relativer Feuchtigkeit. Jetzt fragen wir uns sicherlich, in welche Sicherheitsklasse das Teil einzustufen ist. Wenn wir uns an die Tabelle erinnern von vorhin, Personen- oder Vermögensschäden sind sicherlich nicht unabwendbar, aber eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass Personen- oder Vermögensschäden entstehen, besteht natürlich. Das heißt, man würde das vorzugsweise in Sicherheitsklasse S2 einordnen, möglicherweise auch in Klasse S1. An Lasten, die auf unsere Struktur wirken, wissen wir, dass 20 Kilonewton statisch als normale Betriebslast zu tragen sind. Wir wissen, dass 30 Kilonewton statisch als Überlast zu tragen sind, also eine einmalig vorkommende Überlast. Und wir wissen, dass durch die schwingende Belastung wir 10 Kilonewton zyklisch zu ertragen haben, wobei die 10 Kilonewton Maximalkraft sind und das durchschnittliche Lastverhältnis beträgt R gleich 0,1. Das heißt, die Unterlast ist 10% der Oberlast. Und wir haben das Gesamtleben der Struktur ist durch 10 hoch 7 Zyklen charakterisiert. Da wir über das Kleben reden, ist es auch wichtig, die Temperaturen zu betrachten. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen minus 30 und plus 60 Grad und die zu ertragenden Luftfeuchtigkeiten zwischen 30% und 100%. Der Sicherheitsfaktor der geklebten Struktur ist hier mit 1,5 festgelegt worden und den wollen wir uns im
folgenden anschauen, wie er nachgewiesen werden kann. Die vier Wege der Nachweisführung in der 2304 sind hier aufgelistet. Der erste Weg, der besagt, man muss einen Nachweis führen, dass die Beanspruchung kleiner ist als die Beanspruchbarkeit. Dazu ist zu sagen, das ist eigentlich ein übergeordnetes Prinzip, das für alle vier Wege gilt. Und eigentlich ist mit Punkt 1 eine rechnerische Nachweisführung gemeint. Punkt 2 ist eine Bauteilprüfung. Da wird also nicht gerechnet, sondern das Bauteil wird aufgebaut und in einem Prüfstand geprüft und allen erforderlichen Lasten unterzogen. Weg 3 ist dokumentierte Erfahrung. Dort wird nicht gerechnet und nicht geprüft, aber man zeigt, dass zum Beispiel für einen Vorgänger der Struktur, die jetzt neu zuzulassen ist, schon mal nachgewiesen worden ist, dass die Festigkeit im Betrieb gegeben ist. Weg 4 ist eine Kombination aus Weg 1 bis Weg 3 und ich werde Ihnen jetzt im Folgenden zeigen, wie man nach diesen vier Wegen vorgeht. Ich fange mal an mit Weg 3, weil das das Einfachste ist. Das haben wir relativ schnell abgehakt. Welche Voraussetzungen haben wir? Die geklebte Konstruktion muss sich bereits bewährt haben im Betrieb und das bedeutet, dass die Übertragbarkeit der sich im Betrieb befindenden Klebung auf die vorliegende neu zu lassende Klebung gegeben sein muss. Das heißt aber auch, dass die Eigenschaften der Klebverbindung und die Betriebsbedingungen vergleichbar sein müssen. In dem Sinne ist das eine Einschränkung, die sich nicht leicht auf andere Klebstoffe bzw. andere Oberflächen verallgemeinern lässt. Also mir sind dort, wenn ich Weg 3 beschreiten will, relativ enge Grenzen gesetzt. Jetzt beziehen wir das mal konkret auf unsere Struktur. Wir tun jetzt so, als hätten wir mit der Struktur keine Erfahrung. Es ist in der Realität auch so, es gab dort keinen geklebten Vorgänger. Es gab dort nur den mechanisch gefügten Vorgänger. Das heißt, ich habe in der Struktur überhaupt keine Klebverbindung gehabt vorher und habe daher auch keine Basis, auf der ich Weg 3 beschreiten kann. Das heißt, ein Nachweis der Verbindung auf Basis dokumentierter Erfahrung ist nicht möglich, weil die Fügetechnik sich unterscheidet. Das heißt also, Weg 3 kann im vorliegenden Fall überhaupt nicht beschritten werden. Wir können trotzdem mal die Vorteile und Nachteile des Weges 3 uns anschauen. Ein klarer Vorteil wäre, dass wir einen direkten Nachweis allerdings an der alten Konstruktion führen können, da die unter realen Bedingungen eingesetzt wurde. Das trifft jetzt für unsere geklebte Seitenwand nicht zu. Aber wenn wir jetzt einen geklebten Vorgänger hätten und gleiche Oberflächen, gleichen Klebstoff und so weiter, dann hätten wir nur ganz wenig Arbeit. Wir müssten nicht rechnen, wir müssten nicht prüfen, sondern wir könnten anhand einer Argumentationskette darlegen, dass unsere Verbindung auch in der neuen Struktur sicher ist. Weiterer Vorteil wäre, man hat keine Unsicherheit durch eine rechnerische Abstraktion. Und es ist vergleichsweise kostengünstig, weil man die Erfahrung bereits gesammelt hat. Der Nachteil ist, ich erwähnte es schon, die Methode ist nur anwendbar, wenn die Konstruktion und die Betriebsbedingungen vergleichbar sind. Das heißt, wenn man wirklich innovativ ist und eine ganz neue Bauweise macht, dann kann man Weg 3 nicht anwenden. Dann kommen wir jetzt zu Weg 2. Weg 2 ist eine Bauteilprüfung. Das heißt, wir bauen unsere Konstruktion auf, setzen sie in den Prüfstand, geben die Lasten und die Umgebungsbedingungen auf. Fertigungseinflüsse haben wir berücksichtigt, indem wir die Struktur geklebt haben. Und wir beobachten bzw. messen das globale oder lokale Versagen der Struktur. Globales Versagen würde bedeuten Bruch. Das würde man vermutlich relativ schnell merken. Allerdings ist es in den meisten geklebten Strukturen so, dass es da keinen radikalen Versagensmodus gibt, sondern dass es irgendwo lokal an der Stelle langsam losgeht, sich dann die Steifigkeit ändert, man eine Hysterese zwischen Kraft und Weg misst beispielsweise oder im Idealfall würde man die Struktur lokal mit Dehnungsmessstreifen bestücken und würde dort eine lokale Steifigkeitsmessung vornehmen und eine lokale Delamination als ersten Fehler messen. Und Darstellung von Reserve bzw. Sicherheiten, die ich in der Struktur drin habe, das würde erfolgen, indem man die Struktur mit Überlast aufschlagt. Voraussetzungen, die ich zu erfüllen habe, die Lasten müssen natürlich bekannt sein und sie müssen im Prüfstand darstellbar sein. Das kann je nach Größe des Bauteils eine Herausforderung darstellen. Große Universalprüfstände sind teuer und kompliziert. Und im
Einzelfall muss man sich natürlich überlegen, ob sich die Anschaffung eines Prüfstandes lohnt. Weitere Voraussetzung ist, es muss eine ausreichende Anzahl von Bauteilen prüfbar sein, denn wenn Bauteil Nummer 1 meine Last trägt, dann heißt das noch lange nicht, dass Bauteil Nummer 2 das auch so macht, weil wir natürlich auch Fertigungseinflüsse haben und wir haben auch eine statistische Verteilung beispielsweise der Festigkeit der Klebschicht. Wir schauen uns jetzt die Ergebnisse des Prüfstandsversuchs an. Wir haben festgestellt, dass wir bei einer Maximalkraft, bei einer einmaligen Belastung mit 20 kN kein Versagen gefunden haben. Wir haben auch kein Versagen, nachdem wir das mehrfach aufgebracht haben, diese 20 kN. Dann haben wir uns langsam vorgetastet, haben 25 kN draufgesetzt, haben kein Versagen gefunden. Wir haben 30 kN draufgesetzt und haben kein Versagen gefunden. Diese 30 kN, die sind jetzt identisch mit der maximal auftretenden Last, die wir in der Praxis erwarten. Und wenn wir die im Versuch als Oberlast ansetzen, dann würde das bedeuten, dass wir hier eine Reserve von 1 haben. Und jetzt können wir rechnerisch rückwärts durch Verhältnisbildung zwischen den Kräften auf einen Reservefaktor schließen, der hier bei 20 kN 1,5 beträgt. Betrachten wir das Ganze zyklisch. Die 10 kN sind überhaupt nicht auf die Struktur gesetzt worden, sondern hier ist gleichmutig mit Überlast rangegangen worden, nämlich 25 kN. Und diese 25 kN sind ja 1 Million Mal aufgeprägt worden, ohne dass ein lokales Versagen aufgetreten ist. Dann ist die Last nochmal erhöht worden, wieder 1 Million getestet, wieder festgestellt, kein lokales Versagen. Und jetzt wird in analoger Weise durch Bezug auf die höchste Last und Verhältnisbildung auf einen Reservefaktor geschlossen, den ich bei normaler Betriebsbelastung habe. Hier komme ich auf einen Faktor 2, weil ich dadurch, dass ich keine 10 Millionen Zyklen prüfen wollte, sondern nur 1 Million, das sind praktisch einfach Grenzen gesetzt, weil man nur mit einer bestimmten Frequenz prüfen kann und dann dauert die Prüfung einfach zu lange, dann kürzt man das ab, indem man auch schon mit Überlast prüft. Und wenn wir diese Überlasten hier schon berücksichtigt haben, dann müssen wir die auch vom Reservefaktor müssen wir rausrechnen und dann landen wir beim Reservefaktor von 2. Jetzt vergleichen wir unsere Ergebnisse mal mit den Anforderungen, die wir ursprünglich gestellt haben. Wir haben gezeigt, die 20 kN, kein Problem, wunderbar, funktioniert. Die 30 kN Überlast, auch wunderbar, kein Versagen. Die 10 kN haben wir durch Überlast nachgewiesen, dort gab es auch kein Versagen. Also aus Sicht der Kräfteverhältnisse scheint alles in Ordnung zu sein. Und wenn man sich jetzt fragt, ob man fertig ist, dann muss man die Frage mit Nein beantworten, weil Temperatur überhaupt nicht angeschaut worden ist. Also wir wissen nicht, ob es bei 60 Grad funktioniert. Wir wissen auch nicht, ob es bei minus 30 Grad funktioniert. Das heißt, man hätte diese Prüfung im Prüfstand bei diesen Temperaturen machen müssen. Jetzt stelle man sich vor, man müsse das Prüflabor runterkühlen oder aufheizen auf 60 Grad. Das ist unrealistisch. Die Luftfeuchtigkeiten sind auch nicht geprüft worden, lassen sich auch schlecht auf 100% regulieren. Man könnte darüber nachdenken, ob man irgendwo lokal mit einer befeuchteten Kompresse beispielsweise eine höhere Feuchtigkeit darstellt. Jetzt sind die Versuche so gemacht worden. Wir tun jetzt so, als wären das die Informationen, die wir hätten. Und jetzt schauen wir auf unseren Sicherheitsfaktor. Den müssen wir mit einem Fragezeichen versehen, weil wir nicht wissen, ob wir die 1,5 wirklich nachgewiesen haben, weil keine Temperaturen und keine Feuchtigkeiten angeguckt worden sind. Das heißt, dieser Nachweis wäre unvollständig, weil der Sicherheitsfaktor nicht bestimmt ist. Was sind die Vorteile und die Nachteile der Bauteilprüfung? Ein Vorteil wäre, wir hätten einen direkten Nachweis an der Struktur, keine Unsicherheit durch die rechnerische Abstraktion. Das ist günstig bei kleinen Prüfbauteilen. Man denke hier beispielsweise an Armaturenverklebung. Da könnten durchaus, wenn es Serienbauteile sind, mal 10 Stück geprüft werden oder vielleicht auch 100 in der Universalprüfmaschine. Da braucht man keinen komplizierten Prüfstand zu. Es wird schwierig, geringe Ausfallwahrscheinlichkeiten nachzuweisen, weil wir halt eine gewisse Stückzahl prüfen müssen. Wir hätten diese Seitenwand beispielsweise, hätten wir 10 Mal aufbauen müssen und man sieht dann schon, was das für ein Aufwand ist. Ein klares Minus wäre, dass die realen Bedingungen eventuell schwierig zu realisieren sind. Das gilt wieder für die großen Bauteile. Also ich kann ganz schwierige Temperaturwechsel oder Alterung bei großen Strukturen darstellen. Habe ich eine kleine Struktur, die in eine Universalprüfmaschine passt, dann kann ich den Versuch in der Klimakammer machen oder in einem Ofen. Wir haben noch weiter den Nachteil, dass wir lokales Versagen der Klebverbindung eventuell schlecht erkennen. Das heißt, hier muss man ein besonderes Augenmerk auf eine Instrumentierung des Versuches richten, damit man auch ein lokales Versagen der Klebverbindung detektieren kann.
Dann komme ich zum Weg 1. Das wäre die rechnerische Nachweisführung. Man hat ein Modell der Konstruktion. Das kann in einfachen Fällen analytisch sein, aber in den meisten Fällen wird das ein FE-Modell sein. Man gibt im FE-Modell die Belastung auf, die Umgebung, die Fertigungsbedingungen und man berechnet eine lokale Beanspruchung in der Klebfuge. Das kann ganz klassisch sein, eine Spannung oder eine Dehnung. Das kann auch sein, eine Energiedichte. Das kann sein, eine Energiefreisetzungsrate, wenn wir bruchmechanisch rangehen. Oder das kann auch eine Schädigung sein. Diese lokale Beanspruchungsgröße muss ich vergleichen mit der Beanspruchbarkeit. Wenn ich eine Spannung, eine lokale Spannung betrachte, dann muss ich die mit einer Festigkeit vergleichen. Betrachte ich eine lokale Dehnung, dann brauche ich die Reißdehnung als kritische Größe. Bei Energiedichten oder Energiefreisetzungsraten hat man die entsprechenden kritischen Werte am Versagenspunkt. Und bei der Schädigung hat man entsprechend einen kritischen Schädigungswert. Die Voraussetzung für die rechnerische Nachweisführung. Wir müssen sicher sein, dass die Langzeitbeständigkeit der Adhäsion nachgewiesen ist. Denn was wir nicht können, ist im FEM Aussagen über die Adhäsion zu treffen. Wir können nur eine Aussage über einen Abschnitt, einen Querschnitt der Konstruktion treffen, dessen Werkstoffeigenschaften bekannt sind und dessen Beanspruchung mit einer realen Beanspruchbarkeit verglichen werden kann. Für die Adhäsion trifft das nicht zu. Dafür brauchen wir also Versuche vorher. Weitere Voraussetzung ist, wir müssen die mechanischen Kennwerte der Klebschicht haben, inklusive der Umgebungseinflüsse und der Fertigungseinflüsse. Das haben wir beim Weg der Bauteilprüfung nicht gebraucht, weil wir das am Bauteil alles direkt in der Prüfung haben. Dort haben wir uns überhaupt nicht um Werkstoffeigenschaften der Klebschicht gekümmert. Da haben wir nur Kräfte aufgebracht und haben geschaut, geht es kaputt oder hält es. Weiterhin muss klar sein, dass die Lasten bekannt sind und wir müssen, wenn wir nur rechnen wollen, das Modell vorher validiert haben. Das heißt, wir müssen uns davon überzeugt haben, dass es auch gültig ist und richtige Aussagen liefert. Wie kann sowas aussehen? Wir würden mit dem mechanischen Verhalten des Klebstoffs starten. Hier ist exemplarisch mal sind Spannungs-Dehnungskurven dargestellt aus dem einachsigen Zugversuch für den Klebstoff, den wir in dem Seitenwandmodul verwendet haben. Wir sehen, dass wir bei minus 30 Grad relativ spröde sind, spröd und elastisch. Und bei 60 Grad oder 70 Grad nimmt die Festigkeit ab und dafür nimmt die Bruchdehnung zu. Das versetzt uns jetzt schon mal in die Lage, bei verschiedenen Temperaturen, wie das rechts in der Tabelle dargestellt ist, verschiedene E-Modulen anzusetzen, beziehungsweise verschiedene Poisson-Zahlen. Und jetzt können wir schon mal in Abhängigkeit von der Temperatur Spannung in der Klebfuge ausrechnen. Wir wissen, dass die Festigkeit vom hydrostatischen Spannungsanteil beeinflusst ist. Und wenn man das messen will, das kann man messen, dann muss man andere Proben als den Schulterstab untersuchen. Man kann dann zum Beispiel diese stumpf geklebte Doppelrohrprobe untersuchen oder man kann eine Kombination aus Scherzugprobekörpern, Kopfzugprobekörpern und Schrägzugprobekörpern prüfen. Diese theoretische Betrachtungsweise würde jetzt zu weit führen. Dafür haben wir keine Zeit, das weiter zu vertiefen. Wir stellen uns jetzt einfach mal auf den Standpunkt, dass die Werkstoffeigenschaften schon bekannt sind. Und entscheidend ist, dass wir insbesondere bei der Festigkeit nicht auf irgendwelche Mittelwerte gehen, sondern dass wir dort charakteristische Werte verwenden. Und wie man die charakteristischen Werte bestimmt, das ist beispielsweise in der DIN 6701 gezeigt. Man nehme den Mittelwert der Festigkeit, subtrahiere davon einen statistischen Anteilsbereich, der abhängt von einer Überlebenswahrscheinlichkeit, einem Signifikanzniveau und einer Anzahl der Prüfungen, die man gemacht hat, multipliziert mit der Standardabweichung. Mal an einem praktischen Beispiel vorgemacht, wir haben bei 23 Grad eine mittlere Zugfestigkeit von 26,8 Megapascal, eine Standardabweichung von 2,9 und wir haben insgesamt 8 Proben geprüft. Jetzt können wir dieses KM, diesen statistischen Anteilsbereich, den können wir ausrechnen, beziehungsweise wir schauen eigentlich in der Tabelle nach und die Tabelle finden wir in der 6701. Und wir müssen in der Tabelle bei den zutreffenden Wahrscheinlichkeiten nachschauen. Hier sind 0,95% Überlebenswahrscheinlichkeit und ein Signifikanzniveau von auch 0,95 vorgeschrieben und dann finden wir in der entsprechenden Tabelle
KM-Wert von 3,4. Die Standardabweichung haben wir gemessen. Jetzt sind alle Werte bekannt in dieser Formel. Jetzt können wir den charakteristischen Wert ausrechnen. Der beträgt jetzt in dem Beispiel eben 17,4 und nicht so viel wie der Mittelwert, also keine 26. Das kann man mal sehen, wie viel dann sozusagen von der mittleren Festigkeit übrig bleibt, nachdem man in Betracht zieht, dass man eine statistische Streuung hat, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Proben prüfen kann und dass man bestimmte Ausfallwahrscheinlichkeiten berücksichtigen möchte. Die Berechnungen sind jetzt gelaufen, da sind lokale Spannungen berechnet worden und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir die Beanspruchung mit der Beanspruchbarkeit vergleichen wollen. Das heißt, wir brauchen eine Tabelle, wo wir die gemessenen, die berechneten Spannungen den charakteristischen gemessenen Werten gegenüberstellen, um abschätzen zu können, wie viel Reserve denn noch in der Verbindung steckt. Wir starten jetzt wieder bei 23 Grad Celsius, unsere Maximalkraft von 20 Kilonewton. Da kriegen wir eine Spannung von 4 Megapascal und haben einen charakteristischen Wert von 17,4, das heißt eine rechnerische Reserve von 4,3. Erhöhen wir unsere Belastung auf die Maximalkraft, die einmalig auftretende Höchstlast sozusagen, dann kriegen wir 6 Megapascal, ist immer noch kleiner als die 17,4, hätten wir eine Reserve von 2,9. Jetzt betrachten wir den Temperaturlastfall. Dort sinkt die Spannung ab, weil natürlich die Steifigkeit des Klebstoffs auch abnimmt, aber die Festigkeiten werden auch geringer. Dort haben wir nur einen charakteristischen Wert von 5,8 und jetzt sehen wir schon, dass das hier langsam eng wird mit der Reserve. Da kriegen wir bei 20 Kilonewton noch einen Faktor von 1,9 und bei 30 einen Faktor 1,3. Gehen wir auf die minus 30 Grad, ergibt sich wieder ein anderes Verhältnis zwischen E-Modul und Festigkeit des Werkstoffes und dementsprechend auch wieder andere Reserven. Zum Beispiel sieht man hier, dass bei minus 30 Grad die Reserve geringer ist als bei Raumtemperatur. Jetzt wollen wir, nachdem wir die Temperatur schon mit ins Spiel gebracht haben, uns anschauen, was passiert, wenn man die mediale Belastung noch mit berücksichtigt. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir die mediale Belastung über einen Abminderungsfaktor von 0,6 berücksichtigen. Und wir betrachten jetzt unsere berechneten Reserven. Für 23 Grad hatten wir eine Reserve von 4,3 berechnet und wir müssen jetzt praktisch hier diese 0,6 abdividieren, um auf unseren Sicherheitsfaktor zu kommen. Wir sehen, wenn wir das für Raumtemperatur betrachten und die niedrige Belastung, dann haben wir eine Sicherheit von 2,5. Für die höhere Belastung behalten wir eine Sicherheit von 1,7. Das ist immer noch über den geforderten 1,5. Das scheint also alles in Ordnung zu sein. Aber wenn wir auf 60 Grad gehen, dann erkennen wir, dass wir keinen Sicherheitsfaktor von 1,5 mehr haben bei der normalen Betriebslast von 20 kN. Es ist noch größer als 1, das heißt, kaputt gehen würde wahrscheinlich nichts. Aber wenn wir einmalig jetzt unsere 30 kN Überlastwirkung haben, dann haben wir keine Sicherheit mehr. Hier würde es also zum strukturellen Versagen kommen, laut Rechnung. So, und entscheidend ist jetzt, dass man sich anschaut, wie diese Abminderungsfaktoren bestimmt worden sind. Denn der Zustand ist ja nicht akzeptabel. Würde man jetzt berücksichtigen wollen, dass der Abminderungsfaktor 0,6 ist, müsste man jetzt in die Konstruktion reingehen und die Querschnitte ändern. Und das müsste man so lange tun, bis die Spannungen ausreichend niedrigen Wert haben, dass wir hier noch genügend Sicherheit übrig behalten. Wir betrachten jetzt den Fall, dass die Konstruktion nicht mehr veränderlich ist, sondern wir schauen uns jetzt die Abminderungsfaktoren an. Das sind wieder real gemessene Werte. Hier ist 30 Tage in Reiniger ausgelagert worden, also eine wässrige Lösung von Reiniger. Und danach sind die Proben sofort geprüft worden. Das waren Normzugscherproben mit einer Überlappung von 12,5 mm und 25 mm Breite. Und dort kam ein Faktor von 0,7 raus ungefähr. Dann ist das für einen weiteren Reiniger im selben Verhältnis auch mit Wasser ausprobiert worden nochmal. Und da kam ein ähnlicher Faktor raus. Und als Gegenprobe das Ganze nochmal ohne Reiniger in dem mineralisierten Wasser und dann sofort geprüft. Und da kommt auch ein Wert raus, der in einer ähnlichen Größe liegt wie das, wie die Faktoren mit Reiniger. Und jetzt können wir natürlich den Verdacht hegen, dass unsere Abminderung gar nicht durch den Reiniger verursacht wird, sondern dadurch, dass die Klebschicht einfach feucht ist, also mit Feuchtigkeit gesättigt. Erhärtet wird der Verdacht dadurch, dass man sich das Bruchbild betrachtet und wenn man im Bruchbild feststellt, man hat gar keinen Adhäsionsbruch, sondern kohäsives Versagen, dann liegt der Schluss nahe, dass wir nur so niedrige Werte bekommen, weil die Klebschicht mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Halten wir nämlich jetzt die Werte dagegen, die durch Freibewitterung ermittelt worden sind, dann sehen wir, dass es überhaupt keine Abminderung gibt.
Die haben die Möglichkeit zu rücktrocknen und das ist der entscheidende Faktor. Man muss sich jetzt die Frage stellen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Klebfuge gleichzeitig nass, 60 Grad warm und überbelastet wird? Das ist ein Szenario, was sehr unwahrscheinlich ist. Und wer sagt uns das, ob das eintritt und berücksichtigt werden muss oder nicht? Das sagt keine Behörde, das sagt keine Vorschrift, sondern das ist durch den Konstrukteur abzuwägen in der Mehrzahl der Fälle. Das heißt, wenn der Fall, dass die Klebfuge mit Feuchtigkeit gesättigt ist, gar nicht eintreten kann, weil man oben und unten ein Metallfügeteil hat, was von Feuchtigkeit gar nicht durchdrungen werden kann, dann hat man jetzt rein rechnerisch einfach einen zu harten Fall betrachtet. Auflösen können wir das jetzt nicht. Ich möchte Sie bitten, das als Aufgabe mitzunehmen für sich, für Ihre Konstruktion, dass Sie das wirklich sauber betrachten und von Fall zu Fall entscheiden, welche Beanspruchung habe ich und welche Beanspruchung muss ich rechnerisch überlagern und welche Beanspruchung kann ich rechnerisch separieren voneinander. Wir schauen uns jetzt nochmal an, was rechnerisch für den Fatigue-Nachweis auskommt. Wir haben gemessene Wöhlerlinien im oberen Diagramm bei 23 Grad, im unteren Diagramm bei 60 Grad. Und wir können jetzt genauso, wie wir im quasi statischen Fall vorgegangen sind, die berechneten Spannungen in der Tabelle in ein Wöhler-Diagramm eintragen. Und wir stellen jetzt beispielsweise fest, dass bei unserer normalen Betriebslast von 10 Kilonewton wir die 10 hoch 7 Zyklen problemlos ertragen. Das ist eine Horizontale, die bis 10 hoch 7 unterhalb der Wöhlerlinie liegt. Und auch bei 20 Kilonewton erreichen wir das Niveau der Wöhlerlinie noch nicht bei 10 hoch 7 Zyklen. Das heißt, bei Raumtemperatur hätten wir den Fatigue-Lastfall jetzt schon nachgewiesen. Betrachten wir die 60 Grad, dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. Dann kommt nämlich raus, dass wir die 10 Kilonewton, dass wir dort die 2 mal 10 hoch 7 Zyklen tragen, aber die 20 Kilonewton, dort erreichen wir schon das Streuband der Lebensdauer bei einer Zyklenzahl, die kleiner ist als 10 hoch 7 Zyklen. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, dann kommen wir zu einer Betriebsfestigkeitsbetrachtung. Dazu jetzt vielleicht nur so viel, wenn ich eine Betriebsfestigkeitsbetrachtung mache, dann berücksichtige ich die Form meines Lastkollektivs, also das Verhältnis zwischen niedrigen und hohen Amplituden. Wenn ich Klebverbindungen betrachte, dann muss ich zusätzlich noch die Temperaturabhängigkeit berücksichtigen. Also wie verteilen sich die auftretenden 10 hoch 7 Zyklen über die auftretenden Temperaturen. Für unsere Verhältnisse hier in Europa wird man eben finden, dass das Gros der Zyklen sich irgendwo zwischen 0 und 20 Grad Celsius befindet und dass Zyklen bei Höchsttemperatur eben nur äußerst selten auftreten. Ich muss weiter berücksichtigen, dass die auftretenden Spannungen auch von der Temperatur abhängen. Das ergibt sich einfach dadurch, dass die Eigenschaften, die Steifigkeitseigenschaften des Klebstoffs temperaturabhängig sind. Und dann hätte man, so wie in dem mittleren Diagramm, eine Abhängigkeit der auftretenden Amplituden von den Temperaturen. Was wir ganz rechts sehen, diese Glockenkurven, das ist das, was wir bei einer normalen Betriebsfestigkeitsbetrachtung auch haben. Wenn wir metallische Strukturen betrachten, dann verteilen sich die Zyklen in einer bestimmten Art und Weise über die auftretenden Lasten. Der schwarze Balken, den wir hier hinten sehen, das wäre eine Einstufenbelastung. Dann diese olivgrünen Balken, hätten wir halt eine etwas breitere Belastung. Also jetzt kämen eben auch noch höhere Amplituden dazu. Und eine ganz breite Verteilung haben wir hier mit den grünen Balken markiert. Und exemplarisch ist das mal angewendet worden auf dieses Seitenwandmodul. Genau für den Fall, dass wir hier den schwarzen Balken haben, also eine Konstant eine Einstufenbelastung, dann kriegen wir nur eine ganz bestimmte, eine ganz geringe Schadenssumme. Fangen wir jetzt an, auch höhere Belastungen mit zu überlagern, die aber seltener auftreten, dann steigen die Schadenssummen entsprechend an und dann liegen wir hier, wenn wir die ganz breite Verteilung betrachten, bei einer Schadenssumme von 0,1. Zu den Schadenssummen ist zu sagen, die müssen eigentlich bekannt sein. Es steht vielfach zu lesen, dass Versagen bei einer Schadenssumme von 1 eintritt, das ist für Klebverbindung nicht zutreffend. Also wenn man Klebverbindungen betriebsfestigkeitsmäßig betrachten möchte, dann muss man eine gemessene Schadenssumme zur Verfügung haben, die anhand unabhängiger Versuche ermittelt worden ist. Das ist dort also deutlich komplizierter als bei metallischen Konstruktionen. Der Vollständigkeit halber sei noch eine Kriechbetrachtung gemacht. Ich kann genauso gut meine lokal berechneten Spannungen dazu benutzen, eine zeitabhängige Verformung auszurechnen.
Dazu brauche ich ein Kriechgesetz. Das kann ein Billy Norton sein, der mir einfach eine Kriechgeschwindigkeit mit einer Spannung korreliert. Das heißt, man führt wieder einen unabhängigen Versuch durch an Laborproben. Das ist ein Kriechversuch, man variiert die Last und man misst die Verformung in Abhängigkeit von der Zeit. Und wenn man dieses Gesetz hernimmt und die lokal berechnete Spannung dort einsetzt, dann kann man die Gleitung in Abhängigkeit der Zeit vorausberechnen. Und das ist hier mal gemacht worden für 60 Grad und für 23 Grad. Und dort kommt eben raus, wenn ich bei 23 Grad meine Betrachtung durchführe, dann habe ich vernachlässigbar kleine Kriechgleitung. Wenn ich auf eine Temperatur von 60 Grad gehe, werden die Kriechgleitungen etwas höher, aber dadurch, dass wir eine sehr dünne Klebschicht haben, werden wir dort praktisch überhaupt keine Fügeteilverschiebung optisch wahrnehmen. Das heißt, diese Kriechgleitungen, die wir hier ausrechnen, die sind sicherlich akzeptabel. Ich möchte jetzt nochmal die rechnerische Nachweisführung bezüglich der Vor- und Nachteile betrachten. Wir haben hier sicherlich ein großes Plus, was die Kosten bei großen Bauteilen betrifft. Wir hatten vorhin über die Prüfkosten geredet und hatten schon festgestellt, dass das wahrscheinlich ganz schnell exorbitant wird, wenn man alles mit betrachten will an Temperaturen und Feuchtigkeiten. Das heißt also, wenn wir es rechnerisch machen, dann ist es erstmal deutlich kostengünstiger. Man muss allerdings berücksichtigen, dass die Werte auch erstmal vorliegen müssen. Zweites Plus wäre, dass reale Bedingungen oft günstig rechnerisch darstellbar sind, zum Beispiel eben diese Temperaturen bzw. Temperaturwechsel bei großen Strukturen. Ich kann weiter geringe Ausfallwahrscheinlichkeiten betrachten. Das machen wir über die charakteristischen Werte und über die Statistik. Und die Statistik, die kann ich mir eben anhand kleiner Laborproben verschaffen, anstatt große Bauteile in großer Stückzahl prüfen zu müssen. Ein Minus ist sicherlich die Unsicherheit, die ich bekomme durch die rechnerische Abstraktion. Das heißt, die Modelle, die ich verwenden will zum Rechnen, die müssen vorher validiert sein. Ein eingeklammertes Minus habe ich hier vergeben für den Aufwand, den ich für die Kennwertermittlung treiben muss. Aber da ist zu sagen, wenn man die Kennwerte einmal ermittelt hat für eine Kombination von Klebstoff und Oberfläche, dann kann man das für spätere Konstruktionen verwenden. Da gilt der Spruch, was man einmal hat, das hat man, das kann man mehrfach verwenden. So, dann kämen wir noch ganz zum Schluss zur Kombination aus Methode 1 bis Methode 3, die als Weg 4 bezeichnet wird in der 2304. Dort stelle ich mir so eine Pyramide vor. Und diese Pyramide hat verschiedene Ebenen. Auf der untersten Ebene der Pyramide hat man Laborproben und am oberen Ende der Pyramide hat man das Bauteil. Und dann kommen, abhängig vom Fall, den man hier betrachtet, eine oder mehrere Zwischenebenen, die man auf denen man Einflüsse wie Temperatur und Feuchtigkeit betrachtet und sukzessive sein Berechnungsmodell schärft. Das heißt, auf der unteren Ebene wird man ganz viel prüfen und wenig rechnen. Auf den Ebenen dazwischen wird der Prüfaufwand immer kleiner und die Rechnungen immer genauer und immer besser. Und wenn man dann oben angekommen ist beim Bauteil, dann hat man ein validiertes Modell zur Verfügung und kann sich praktisch schon auf die Treffsicherheit des Modells verlassen. So, und die Festigkeit, die Adhäsion, die Medienbeständigkeit und die Fertigungseinflüsse, die weisen wir hier nicht erst oben am Bauteil nach, sondern sukzessive, indem wir hier durch die Pyramide laufen. Wenn wir diese Kombination betrachten, dann stellen wir fest, dass jetzt alles das, was vorher nicht oder nur schwer ging, zum Beispiel die Umgebungsbedingungen inklusive Alterung, das ist jetzt plötzlich viel besser darstellbar im Vergleich zu Weg 1 und Weg 2. Ich habe weiterhin den Vorteil, dass ich, wenn ich mir einmal die Mühe gemacht habe, durch die Pyramide zu laufen, dann habe ich ein validiertes Modell. Das heißt, ich habe dort weniger Unsicherheiten. Durch die Abstraktion, die wir bei Weg 1 gesagt hatten, da war ein Schwachpunkt, dass wir rechnerische Abstraktionen machen und eigentlich gar nicht wissen, ob das Modell trifft. Aber wenn wir den Weg durch die Pyramide gehen, dann enden wir mit einem validierten Modell und wissen, dass es anwendbar ist. Der dritte Vorteil ist, die Erfahrung würden wir auf diesem Weg systematisch aufbauen. Und das bedeutet, dass in der Folge dann der Weg 3 geebnet wird. Der große Nachteil, den diese Methode hat, ist, dass man anfangs einen sehr hohen Aufwand hat. Aber man muss auch gegenüberstellen, dass man
später einen sehr rentablen Weg hat. Denn wenn man einmal ein validiertes Modell hat und eine Kennwertdatenbank, dann ist die mehrfach anwendbar. Das heißt, das würde sich dann später rechnen. Und ich habe hier nochmal den Satz drunter geschrieben, validiertes Modell ist übertragbar. Das heißt, wenn ich ein validiertes Modell habe, dann bin ich geometrieunabhängig und kann auf beliebige Konstruktionen meinen Berechnungsweg anwenden. Als Versuch einer Zusammenfassung habe ich hier nochmal eine Tabelle gemacht, die alle vier Bestandteile der Nachweisführung enthält, nämlich Lasten, Temperaturen, die Adhäsion, die Medienbeständigkeit und die Fertigungseinflüsse. Und ich habe hier nochmal versucht zu zeigen, was von diesen vier Komponenten auf welchem Weg gut, weniger gut oder gar nicht darstellbar ist. Bei der Berechnung sehen wir, da ist ein Plus und Minus vergeben. Das heißt, es ist darstellbar, wenn die benötigten Versuchsergebnisse vorliegen. Das heißt also, es ist bedingt darstellbar. Lasten und Temperaturen kann ich nur darstellen, wenn ich Versuchsdaten habe, die auch Last- und Temperaturabhängig sind. Adhäsionen kann ich in der Berechnung gar nicht betrachten, das muss ich vorher geprüft haben. Medienbeständigkeit und Fertigungseinflüsse, da trifft das Gleiche zu. Schaue ich mir die Bauteilprüfung an, dann kann ich eigentlich alle vier Komponenten, also theoretisch könnte ich alle vier Komponenten betrachten, könnte sie darstellen, weil ich habe sie einfach alle drin im geklebten Bauteil. Ich muss sie nur geschickt beobachten und ich muss vor allem sicherstellen, dass ich alle Komponenten der realen Beanspruchung im Prüfstand auch überhaupt umsetzen kann. Weg 3, da ist keine Frage, da sind diese vier Komponenten nicht direkt darstellbar, sondern eben nur indirekt, wenn das Betriebsverhalten dokumentiert ist und wenn auch die Übertragbarkeit gegeben ist. Betrachte ich aber die drei Wege in Kombination, dann habe ich die Möglichkeit, wirklich alle vier Komponenten durchgängig darzustellen. So. Dann hätten wir jetzt auch schon das Ende unserer Präsentation erreicht. Ich darf Sie nochmal aufmerksam machen auf die nächsten Beiträge in der Webinarreihe. Wir hätten als nächstes am 25.09. ein Webinar zur Benetzung. Am 6.11. hätten wir ein Webinar zu Anforderungen an das technische Personal. Und am Mittwoch, dem 12.12., haben wir einen Beitrag zur Digitalisierung in der Klebetechnik. Anmelden können Sie sich hier unter dem Link, der funktioniert. Ich habe ihn vorsichtshalber, sicherheitshalber nochmal ausprobiert. Also wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und jetzt schließe ich ab, sage schönen Dank fürs Zuhören und dann begeben wir uns in die Fragerunde. Ja. Jetzt müssen wir erstmal die Kamera noch ein Stück rüberstellen, dass ich noch mit ins Bild komme. Ja, danke Christoph erstmal für den Vortrag. Ich gebe zu, es könnte jetzt passieren, dass ich dir auch nochmal eine Frage stelle, die du schon genannt hast, weil ich mehr dabei war, Fragen aufzunehmen, als jetzt dir zuzuhören. Also deine Tonspur habe ich nicht zu 100% mitgekriegt. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich komme mal noch ein Stück rüber, dass man mich auch sieht. Ja, ein paar Fragen haben wir bekommen aus den Teilnehmerkreis. Die erste Frage geht jetzt nicht so direkt auf die Nachweisführung, sondern ich lese es einfach mal vor. Erfolgt die Einstufung in die Sicherheitsklassen S1, S2 und so weiter nur auf Basis eigener Einschätzung oder kann man sie auf irgendeine Art offizielle Art und Weise bestätigen lassen? Zum Beispiel unabhängige Stellen wie benannte Stellen oder No-Go, da bin ich mir jetzt nicht sicher, Herr Ekle, was Sie damit meinen. Aber ich denke, das ist was, worauf ich wahrscheinlich eher antworten sollte. Oder willst du gerne? Ich kann hier mal anfangen und du kannst. Ja, genau. Also wenn Sie die 2304 anschauen, die macht Ihnen ja keine direkten Vorschriften darüber, wie Sie im Detail eine Verbindung bewerten sollen. Von daher gesehen machen Sie das natürlich nach eigener Einschätzung erstmal, die Einstufung in die Sicherheitsklassen. Aber Sie können sich natürlich von einer Einrichtung entsprechend zertifizieren lassen. Und das ist jetzt wahrscheinlich der Punkt, wo du ins Spiel kommst, Andrea.
Genau, also die Einstufung über die Sicherheitsklassen wird laut Norm vom zuständigen Konstrukteur gemacht unter Einbeziehung der Klebaufsichtsperson und die unabhängigen Stellen. Ich habe es auch gerade noch von Herrn Ekle die Information bekommen, dass NOBO Notified Body heißt, also im Endeffekt akkreditierte Stelle, anerkannte Stelle, je nachdem, aus welchem Bereich man kommt. Das kann man so übersetzen. Wir gucken am Ende eigentlich nur nach, ob das sinnvoll ist, was Sie gemacht haben, ob es nachvollziehbar ist. Also kann man dem folgen oder geht es eher darauf, dass man sagt, naja, also da sehe ich aber noch ganz große Ungereimtheiten. Wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe am Auto ein Teil, das ist außen angebracht und wenn das bei 300 Stundenkilometer auf der Autobahn abfliegt, verletzt das aber keinen, dann würde ich jetzt auch als Auditorin sagen, dem kann ich nicht so ganz folgen. Aber eben an anderen Stellen geht es schon darum, dass Sie das Risiko einschätzen müssen. Also da gibt es auch nur Beratung. Es gibt keine Festlegung dazu. Ich hoffe mal, die Frage ist an der Stelle ausreichend beantwortet. Dann würde ich auf die nächste gehen. Da war die Frage, welche berufliche Qualifikation muss für den Durchführenden eines rechnerischen Nachweises vorliegen? Lehrberuf, Techniker, Ingenieurstechniker, Ausbildung und ob man eine Klebfachkraft, Klebpraktiker oder einen Klebfachingenieur braucht. Was willst du sagen, Christoph? Ich würde sagen, sicherlich ist, wenn man eine rechnerische Nachweisführung macht, ist sicherlich eine ingenieurtechnische Grundausbildung erforderlich. Idealerweise natürlich auch eine Ausbildung in Richtung Klebtechnik, also ein Klebfachingenieur oder sowas wäre dann sicherlich auch angeraten. Solange man eine fertigungstechnische Ausbildung hat, denke ich, dass das für eine rechnerische Nachweisführung nicht ausreichend ist. Ja, also ist auch das, was ich aus den Erfahrungen raus sagen kann. Es gibt zum Teil Konstrukteure, die das seit Jahrzehnten machen, die das im Lehrberuf gelernt haben und sich immer weitergebildet haben, die kriegen sowas auch hin. Häufig wird es sowieso von den Berechnern in der Firma gemacht und nachher guckt eben entweder eine Fachkraft oder ein Klebfachingenieur nochmal drüber. Hängt auch so ein bisschen von der Komplexität und von der Klasse ab. Also die Fachkräfte fühlen sich häufig überfordert mit Berechnungen und Klebpraktiker reicht im Normalfall nicht aus. Also wenn Sie jetzt einen Top-Berechner haben, der sich super gut auskennt und auch Kunststoffe kann und Klebstoffe kann, und der nochmal einen Klebpraktiker macht, um ein bisschen die Breite der Klebstoffe besser kennenzulernen und ein bisschen eine Idee für Bearbeitung und warum habe ich Adhäsion oder nicht gekriegt, dann reicht an der Stelle sicherlich auch ein Praktiker. Aber im Normalfall wird in der Praktikerausbildung null über Berechnung gemacht. Dann gehen wir mal weiter an der Stelle. Ich gucke gerade mal noch, es sind noch mal so Nebenfragen reingekommen. Ich gehe da gerade mal drauf und gucke, ob da irgendwas kommt, was man hier noch reinnehmen müsste direkt. Ja, nehme ich gleich. Okay, aber wenn man jetzt erstmal die nächste Frage, die auch noch eher allgemein ist. Die DIN 7601, die ja hier jetzt auch im Vortrag ein paar Mal genannt wurde, gilt für den geregelten Bereich. Und daher nicht im Auto oder und ist daher nicht im Automobilbau anwendbar, da es ein indirekter Bereich ist. Ich verstehe das so, dass der DIN 7601 die Klassen und Wahrscheinlichkeiten natürlich auf die höheren Anforderungen aus dem geregelten Bereich abgestimmt sind. Das würde im Automobilbau auf Prüfungen führen, die die Kosten besonders bei Volumenherstellern deutlich in die Höhe treiben. Sieht das DIN-Institut das Herannehmen der DIN 7601 für die simulative Prüfung als Grundlage? Nein, also die 6701 ist ja für den Schienenfahrzeugbau gemacht. Ich habe mich hier an dem Punkt auf die 6701 bezogen, um Ihnen konkret zu zeigen, wo diese statistischen Bedeckungsfaktoren herkommen. Und ich meine, in der DIN 6701 haben wir so eine Tabelle drin.
Und wenn Sie das nachvollziehen wollen, was ich hier präsentiert habe, und wenn Sie in die 6701 schauen, dann haben Sie direkt die Tabelle und können das nachrechnen. Das Zahlenbeispiel, was ich gebracht habe im Vortrag, wenn Sie in die 2304 kommen, ich meine, wenn Sie die 2304 heranziehen, dann finden Sie so eine Tabelle nicht, sondern die 2304, die sagt Ihnen nur, dass Sie einen charakteristischen Wert verwenden müssen. Und der charakteristische Wert, der hängt auch davon ab, welche Statistik da zugrunde liegt. Und die ist je nach Anwendungsbereich, ist die unterschiedlich. Da gelten im Luftfahrtbereich sicherlich andere Tabellen als im Automobilbereich. Und wenn man sich das wirklich im Detail anschaut, dann muss man auch die entsprechenden Tabellen mal zurate ziehen. Ja, für die akkreditierten Stellen kann man sagen, an den Stellen, wo die DIN 2304 keine Regelung gibt, also wenn es überhaupt keine Forderungen gibt, wird natürlich auch nichts von der 7601 angezogen. Aber wenn es zum Beispiel die Forderung der Nachweisführung gibt und wir haben eine S1-Klebung, also mit einer hohen Sicherheitsrelevanz, dann guckt man sich, wenn da charakteristischer Wert steht und es gibt in dieser Industrie nichts, natürlich schon auch an, was ist in der 7601 drin. Und wenn ich mir andere Industrien angucke, sind da die Anforderungen zum Teil noch höher als im Schienenfahrzeugbau. Also dieser erste Eindruck, dass da der Schienenfahrzeugbau wahnsinnig hohe Anforderungen hat, dem würde ich nicht in allen Stellen folgen. Also da gibt es andere Industrien, die haben noch höhere Anforderungen. In der Simulation gibt es auch in der 7601 keine Vorlagen. Und man muss halt einfach sagen, passt denn das Modell, was in der Simulation verwendet wurde, nachher auf den Einsatzbereich? Da würde ich aber gerne im Bereich Simulation dann nochmal drauf zurückkommen. Ich gucke gerade nochmal auf die Fragen, ob es noch so allgemeine Sachen gibt. Und da würde ich mal sagen, eine Frage ist hier auch allgemein. Also einmal gilt diese Nachweisführung nach DIN 2304 für alle Unternehmen? Ist es nur eine Empfehlung oder sollte man dafür erst nach DIN 2304 zertifiziert sein? Also, Sie sind sicherlich gut beraten, wenn Sie nach den allgemeinen Vorgaben der 2304 arbeiten. Aber zwingend erforderlich, dass Sie nach der 2304 zertifiziert sind, bevor Sie das machen dürfen, glaube ich, ist nicht erforderlich, oder? Korrigiere mich an der. Nein, auf keinen Fall. Also aus meiner Sicht ist es auch so, wenn Sie die 2304, sei es, Sie sagen, Sie möchten sie nicht umsetzen, aus irgendwelchen Gründen oder nicht komplett umsetzen, heißt das noch lange nicht, dass Sie nicht diese Nachweisführung machen dürfen. Sondern wenn Sie wissen, dass Sie eine S1-Klebung haben, würde ich Ihnen immer empfehlen, Nachweisführungen zu machen, die wirklich in die Richtung gehen, dass Sie sagen, ja, das Modell passt oder ich habe genug Bauteile geprüft, weil gerade bei S1-Klebungen ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht mal irgendwas kaputt geht und auch ein Mensch verletzt wird, relativ hoch. Dann haben wir wieder eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es vor Gericht geht und dann fragt irgendjemand, ja, haben Sie denn die Regeln der Technik eingehalten? Und die Regeln der Technik sind nun mal 2304 und da steht, man muss eine Nachweisführung machen. Und wenn man jetzt selbst keine Idee hat, welche man macht, dann kann man sich auch an anderen Industrien anlehnen und kann sagen, okay, im Schienenfahrzeugbau gibt es diese Ideen, die sind jetzt im Bereich Nachweisführung aus meiner Sicht auch nicht so total überzogen. Ich weiß, die Automobilbauer sind es zum Teil ein bisschen anders, aber da haben wir ja auch diese Bauteilprüfung ganz häufig. Also denken Sie dran, Ihre Crashtests sind ganz viel Bauteilprüfung. Also so wenig machen Sie gar nicht, auch wenn Sie vielleicht nicht so viel rechnen, muss man sich halt angucken, haben Sie nicht einen anderen Weg? Also da kann man sich schon ganz gut anlehnen und kann sich Ideen holen. Sie werden nicht, wenn Sie anfangen zu kleben, von heute auf morgen gleich ein sicherheitsrelevantes Bauteil machen, was Sie vorher nicht gemacht haben, sondern Sie werden in aller Regel schon in dem Bereich sicherheitsrelevante Bauteile tätig sein. Und wenn das so ist, dann haben Sie wahrscheinlich auch schon Leute und Experten, die sich mit sowas beschäftigen. Dann ist eigentlich in aller Regel nur noch der Link zwischen der Sicherheitsrelevanz und dem Kleben herzustellen. Das heißt, Sie werden in keinem Fall von Null anfangen. Ich kann mir zumindest, ja. Mir fällt kein Beispiel ein, wo das so sein sollte, dass man erstmals klebt und auch erstmals ein sicherheitsrelevantes Bauteil macht.
Ja, kommt schon vor. Aber nicht so häufig. Ich muss noch gerade mal eine organisatorische Frage stellen an Kai. Wir werden um 11 abgeschaltet, oder? Nee, okay. Ich hoffe nicht. Gut. Ich würde jetzt als erstes die Fragen noch beantworten, die von den Teilnehmern kamen, und dann vielleicht noch die ein oder andere ergänzende Frage stellen. Ich habe hier noch die Frage von Herrn Wilke, das darf ich sagen, kann, denke ich, Stefan, ist die Forderung von mindestens 500% kohäsiven Versagen auch bei der DIN 23.4 anzuwenden? Gilt dies für Stirn- und Zugscherversuche, vor allem bei hochfesten Klebungen? Also die 23.04, die sagt Ihnen über die 95% kohäsives Versagen gar nichts. Da sind keine Tabellen drin. Es wird nur gesagt, dass Sie einen charakteristischen Wert verwenden müssen. Und das ist in dem Sinne, ist das absichtlich offen gehalten, weil das klang ja vorhin schon an, dass es verschiedene Bereiche gibt, also verschiedene Anwendungsbereiche, die durchaus mit verschiedenen Ausfallwahrscheinlichkeiten und mit verschiedenen Anteilen von Kohäsionsbruch oder Adhäsionsbruch leben können. Von daher ist das, glaube ich, mit einer Norm, die allgemeingültig sein soll fürs Kleben, gar nicht so einfach, da konkrete Vorgaben zu machen. Ich denke, das ist bewusst offen gehalten worden. Sie müssen für sich einen Weg finden, wo Sie dokumentieren können, wie viel Ausfallwahrscheinlichkeit dort sinnvoll ist. Und das sollte eben auch anhand von Zahlen, sollte das belegt sein, rechnerisch oder durch Prüftechnik oder durch eine Kombination. Ja, also ich sehe es auch so, und das geht mir auch, ich weiß, Stefan, dass du auch bei der 7601 mit drin bist. Mir geht es für beide Bereiche so, dass ich sage, ein kohäsives Versagen ist keine Pflicht, es macht das Leben manchmal einfacher. Weil wenn ich ein kohäsives Versagen habe, habe ich meistens kleinere Standardabweichungen, als wenn ich ein adhäsives Versagen habe. Das heißt, beim charakteristischen Wert falle ich nicht so arg ins Bodenlose, wie das bei einem adhäsiven Versagen manchmal sein kann. Das Zweite ist eben auch, dass ich, wenn ich eine mitlaufende Probe mache und ich habe vielleicht einen weichen Klebstoff und will nicht jedes Mal einen Wert bestimmen, sondern will einfach gucken, ist der Klebstoff durchgehärtet und habe ich den Haftung, dann ist es halt einfacher, ich kann einfach einen Raupenschelltest machen. Ich sehe dann, ja, ich habe adhäsives oder kohäsives Versagen und weiß, ich muss vielleicht ein kohäsives haben oder dieses 95% kohäsive. Ansonsten muss ich einen Wert messen, um sicher zu sein, dass meine mitlaufende Arbeitsprobe in Ordnung ist. Also ich muss an der Stelle vielleicht einen höheren Aufwand treiben. Aber es heißt nirgendwo, dass ein adhäsives Versagen ein No-Go ist. Ich muss nur halt entsprechend mit umgehen. Dann kommen wir mal ein bisschen weg von den etwas allgemeineren Fragen und gehen auf die einzelnen Wege. Ich fange auch rückwärts genauso wie du in deiner Vorstellung mit dem Weg 3 an. Und eigentlich geht es so ein bisschen um die Frage, wie ähnlich müssen die Bauteile sein? Herr Lübers hat hier die Frage gestellt. Es geht um eine Änderung eines Härters im Klebstoff, zum Beispiel 2K-Epoxid vom Hersteller. Der Hersteller hat Prüfungen durchgeführt und eine Äquivalenz versichert. Kann man dann auf dokumentierte Erfahrungen verweisen und auf die Bauteilprüfung verzichten? Dann lass uns doch mal zusammen überlegen. Die Konstruktion bleibt gleich, die Oberfläche bleibt gleich, ja. Die Lasten bleiben gleich. Aber was die ideale Belastung angeht, wahrscheinlich auch. Temperaturen bleiben gleich. Jo. Es wird nur die Härterkomponente geändert. Und der Hersteller sagt, es hat keinerlei Auswirkungen. Keinerlei Auswirkungen würde im konkreten Falle heißen, die Steifigkeit und die Festigkeit darf sich nicht ändern. Und sofern Ermüdung betroffen ist oder Kriechen, darf auch Ermüdung und Kriechverhalten sich nicht ändern, ja, durch den Härter. Genau. Jetzt ist die Frage, verlässt man sich auf die Hersteller, auf die Aussage des Herstellers oder zieht man nochmal Prüfungen nach? Das heißt, man hat zum Beispiel eine Festigkeit gemessen, von mir aus bei minus 30 Grad von dem Klebstoff vorher, und dann würde man das jetzt sicherheitshalber nochmal für den neuen Klebstoff tun, mit dem neuen Härter, und würde die voneinander halten, würde die vergleichen. Ja. Wenn alles gleich ist, ist alles gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist sehr hoch. Wenn dort Abweichungen auftreten, dann wird es unangenehm. Denn dann muss man
voraussetzen, dass auch bei den anderen Beanspruchungsarten da Abweichungen auftreten. Und dann ist die Frage, wie groß sind die und welchen Aufwand muss ich treiben, um dort noch glaubhaft darstellen zu können, dass man den Weg 3 mit der Erfahrung gehen kann. Also ich persönlich aus meiner Erfahrung, ich habe ja früher auch mal Klebstoffe formuliert, kann sagen, es wird ein Unterschied sein. Wenn Sie einen Hersteller austauschen, Sie haben nie mal genau das Gleiche. Ich würde den Hersteller fragen, was er für Tests gemacht hat. Und gerade, was Christoph sagt bei der Festigkeit, kann man sich oft aus meiner Sicht auch auf den Hersteller verlassen, weil das kann man ja ganz gut prüfen. Also Eigenschaften des eigentlichen Klebstoffs. Wo ich für plädiere, ist, gucken Sie sich die Haftung auf Ihren Materialien an. Weil das kann der Hersteller so nie nachvollziehen, weil er weiß ja gar nicht, was Sie für Materialien haben. Also er kann natürlich Standardmaterialien testen und weiß da, ob die Haftung gleich ist. Oder wenn es zum Beispiel auf einem Primer ist vom eigenen Hersteller, kann man auch sagen, ja, da ist die Haftung gleich. Aber er weiß nie, ob auf Ihrem Metall, auf Ihrem Kunststoff, auf Ihrem Lack die Haftung noch da sein wird und auch gerade nach Alterung. Also gucken Sie sich speziell das an. Und wenn der Hersteller jetzt zum Beispiel keine Schwingversuche macht und Sie haben aber eine schwingbelastende Klebung, würde ich mir auch da stichpunktartig nochmal was anschauen. Ja, macht Sinn. So kann man vorgehen, denke ich. Okay. Was ich nochmal bei dem Weg 3 mit dazu geben wollte, ist, Sie müssen halt auch Rückmeldungen aus dem Feld haben. Also die meisten Bauteilhersteller oder Produkthersteller kriegen Rückmeldungen im Bereich der Garantiezeit ganz gut, weil klar, da will ich als Kunde mein Geld zurückhaben oder will irgendwie eine Nachbesserung haben. Aber wenn die Garantie abgelaufen ist, ich aber jetzt zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, ich habe 3 Jahre Garantie, aber gehe eigentlich von aus, dass die Lebensdauer meines Geräts 10 Jahre sind. Ich muss dann auch wissen, ob ich in dem 7 Jahren Differenz eben auch nochmal was aus dem Feld rauskriege. Ansonsten würde ich als Auditorin sagen, Leute, wenn ihr nur 3 Jahre Rückmeldungen kriegt, aber ihr versucht es auf 10 Jahre hochzurechnen, da habe ich ein bisschen ein Problem mit. Das war jetzt hier nur meine Teekanne. Machen Sie sich keine Sorgen, hier ist noch alles in Ordnung. So, dann kommen wir zu den Fragen zum Weg 2. Da sind keine Fragen von außen gekommen. Ich würde noch mal sagen, du hast im Nebensatz erwähnt, wie viele Bauteile würdest du prüfen, Christoph, um halbwegs zu sagen, ja, jetzt haben wir eine statistische Absicherung. Das kann ich ganz einfach beantworten. Ich würde eins prüfen, dann würde ich noch eins prüfen, dann treten erfahrungsgemäß Abweichungen auf und dann geht die Fragerei los. Ganz schwierige Sache. Ganz schwierige Sache. Ja. Ich kann das schlecht allgemein beziffern. Also es ist ja auch eine Kostenfrage. Ne? Wenn wir an die Luftfahrtstruktur denken, Tonnen Abschnitt zu prüfen, das ist exorbitant teuer, sowas. Da wird sich keiner hinstellen und sagen, wir prüfen 10 Stück, damit wir Statistik haben. Das ist aber auch ein Beispiel dafür, dass man vorher durch die Pyramide gelaufen ist. Also das, ich meine, es stammt dieses Pyramidenbild sogar aus dem Luftfahrtbereich. Und das macht man ja auch, um solche exorbitant hohen Prüfkosten halt zu vermeiden. Man versucht möglichst viel vorher auf einer unteren Ebene zu prüfen und versucht dann nach oben praktisch auszubinden, ja, wo es wirklich teuer wird. Was ja wieder also eine Pauschalaussage, wie viel da geprüft werden müssen, keine Ahnung. Ja. Ich weiß das nicht, kann ich nicht machen. Also ich würde auch sagen, wenn Sie so große Bauteile haben, dass Sie nur 1 oder 2 prüfen können oder möchten, dann nehmen Sie die Pyramide, machen Sie eine Kombination der Wege und bitte nicht nur die Bauteilprüfung. Und ich nehme einfach mal mein Bauchgefühl, du hattest es vorhin auch schon mal so erwähnt, wenn man kleinere Bauteile hat und man kann 10 prüfen, dann hat man schon halbwegs eine Statistik. Also man kann sich auch mal diese Tabelle angucken, wenn es um die charakteristischen Werte geht. So unterhalb von 5 werden die Faktoren ganz groß. Das macht keinen Spaß mehr. Da kommen Sie, wenn Sie nur 3 Bauteile prüfen, auch leicht mal auf negative Werte, weil die Standardabweichung irgendwie mal 10 nehmen müssen oder sowas. Das wird dann irgendwann uninteressant. Also da kann man auch noch mal eine Idee rausholen. Zur Berechnung hatte ich nur 2 Fragen aus dem Teilnehmerfeld, die würde ich auch jetzt zuerst stellen.
Und ich würde jetzt da hier vorlesen, nochmal, sind P und 1 minus Alpha immer vorgeschrieben oder wonach werden diese festgelegt? Also da kann ich jetzt nur versuchen, in Form von Beispielen zu antworten. 6701 Schienenfahrzeugbau, da sind sie festgelegt, da kann man in die Norm reingucken und kriegt den Wert dann aus den KM-Wert aus einer Tabelle. In der Luftfahrt kann man auch gucken, das ist auch Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Dort wird je nachdem, in welche Sicherheitsklasse das Bauteil eingeordnet ist, wird entweder 95% Überlebenswahrscheinlichkeit oder 90% Überlebenswahrscheinlichkeit gefordert. Für andere Bereiche bin ich mir jetzt nicht sicher. Da muss man gucken, was da für Vorschriften gelten und muss in geeigneter Weise Übertragungen vornehmen, wenn da für Klebverbindungen nichts geregelt ist. Oder man muss es halt neu aufrollen und sich neu überlegen, welche Wahrscheinlichkeiten man da ansetzen muss. Dann, ansonsten sehe ich noch die Variante, Luftfahrt ist ja normalerweise hart reguliert. Wenn man es sich leisten kann, diese Luftfahrtsregularien anzuwenden, dann ist man wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Ja. Aber ich meine, 95% Überlebenswahrscheinlichkeit, das muss man auch diskutieren. Das ist ja eine Frage, rede ich jetzt hier über ein Material, rede ich über einen Abschnitt von der Struktur. Da ist eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 95%. Das würde da ja heißen, dass 5% kaputt gehen. Aber es stürzen ja nicht 5% der Flugzeuge ab. Das muss man sich auch mal überlegen. Das heißt, diese statistischen Sicherheiten, die da gefordert werden, die sind völlig anders zu interpretieren. Ich habe beim Komplettflugzeug habe ich eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 6. So wird das gefordert. Aber wenn ich in einer Bauteilprüfung eine Wahrscheinlichkeit von 10, Entschuldigung, für einen mechanischen Kennwert eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 6 fordere, dann kriege ich exorbitant hohe Abminderungen und dann kriegt man eigentlich nur noch raus, dass man nicht mehr rechnen kann. Das heißt, diese 95% Überlebenswahrscheinlichkeit oder 90%, die im Luftfahrtbereich gefordert werden, da muss man nicht mit so hohen Abzügen rechnen für die Festigkeiten. Also da kommen durchaus noch realistische Sachen oder die Chance, dass da noch realistische Sachen rauskommen, realistische Ergebnisse rauskommen, die ist relativ hoch. Ja, und mit diesen Überlebenswahrscheinlichkeiten wird ja auch im Schienenfahrzeugbau schon gearbeitet. Da haben wir halt ein bisschen mehr Erfahrung mit. Und da kann man sagen, wenn man eine sinnvolle Prüfung hat, mit der man das macht und man hat eine reproduzierbare Klebung, kommt man eigentlich da auch noch auf sinnvolle Werte. Und ich weiß, dass in der Elektronikindustrie zum Teil Überlebenswahrscheinlichkeiten festgelegt sind und zum Teil auch im Sonderfahrzeugbau. Aber ansonsten kann man sich halt an dem orientieren, was man findet. Und dann ist noch die Frage, was ist die Schadenssumme beziehungsweise wie ist dieses definiert? Kannst du mal eine Beschreibung von Schadenssumme geben? Ja, ich kann das mal versuchen. Man hat eine Wöhler-Linie zur Verfügung. Eine Wöhler-Linie gibt einem eine Beziehung zwischen der Spannungsamplitude und der Lebensdauer. Die Lebensdauer ist die Zyklenzahl. So, jetzt ist das so, dass nur wenige Verbindungen immer mit einer konstanten Amplitude beansprucht werden, sondern in der Regel ist es so, dass das Lastkollektiv irgendwie durchmischt ist. Und ich habe natürlich nicht für jeden Beanspruchungsfall eine Wöhler-Linie zur Verfügung, sondern ich habe nur eine Wöhler-Linie für einen definierten Beanspruchungsfall. Das heißt, was ich jetzt tun muss, wenn ich Betriebsfestigkeitsbetrachtung mache, ich rechne mir für jeden Beanspruchungsfall, schaue ich mir an, welche Zyklenzahl, die sich über die Wöhler-Linie ergibt. Und ich setze dazu in Relation die Anzahl der Zyklen, die im Betrieb auftritt. Das heißt, ich habe einen Quotienten, die Anzahl der Zyklen, die zu erwarten sind, zur Anzahl der Zyklen, die laut Wöhler-Linie bei der gegebenen Beanspruchung ertragen werden können. Und dieses Verhältnis, das ist ein Schädigungsbeitrag und ich muss über alle Beanspruchungsfälle diese Schädigungsbeiträge summieren und das Ergebnis ist die Schadenssumme. Rechnerisch kommt heraus, dass eine Struktur eigentlich bei einer Schadenssumme von 1 versagen müsste. Und das ist in der Realität ist das nicht so, weil die Schadensakkumulation nicht linear verläuft, sondern die Prozesse sind komplizierter und dort hilft man sich so, dass man diese Schadenssummen misst in Abhängigkeit von der Kollektivform. Aber das ist sehr aufwendig.
Man kann das theoretisch machen, da gibt es Projekte zu, das ist auch schon ausprobiert worden. Und man kann die Abhängigkeit der Schadenssumme von der Kollektivform, die kann man beziffern. Ja. Aber man muss sich gut überlegen, ob man mit einer geklebten Verbindung, ob man da wirklich eine Betriebsfestigkeitsrechnung machen will. Man kann die Rechnung kann man natürlich machen, auch ohne die Schadenssumme zu kennen. Nur das Ergebnis muss man dann beurteilen. Man muss die Schadenssumme, die Zahl, die rauskommt, die muss man am Schluss bewerten. Und wenn eine 1 rauskommt, dann kann man sich ziemlich sicher sein, das geht nicht gut. Wenn dann eine 0,1 rauskommt, dann kann man sich überlegen, das wird wahrscheinlich funktionieren, aber besser ist es, man hat diese Schadenssumme mal anhand von Laborproben mit der betreffenden Kollektivform durchgemessen. Okay. Eine Frage, worauf ich, denke ich, eine kurze Antwort kriegen kann. Welche Spannungen aus der FEM-Analyse wurden ausgewertet? Also ich habe nochmal neue Fragen reingekriegt, für die anderen, die das nicht gesehen haben, Entschuldigung. Welche Spannungen aus der FEM-Analyse wurden ausgewertet und wie wird mit Spannungskonzentration an den Klebrändern umgegangen? Ja, also die Spannung, die ausgewertet wurde im betrachteten Fall, das ist eine Hauptnormalspannung gewesen. Und der Umgang mit den Singularitäten, da gibt es verschiedene Ansätze. Der eine wäre, dass man sich den Spannungsverlauf, also den Gradienten, dass man sich den versucht, so genau wie möglich abzubilden, wie das eben der Anwendungsfall zulässt. Unendlich feine Netze kann sich keiner leisten, keine Frage. Aber was man auf jeden Fall tun kann, ist, 2, 3 unterschiedliche Vernetzungsdichten auszuprobieren und sei es eben nur lokal. Also dort besorgt man sich lokal den Spannungsverlauf, den Gradienten, und den Gradienten bewertet man, indem man einen Punktkriterium anwendet, das heißt, man beurteilt die Spannung in einem bestimmten Abstand vom Hotspot. Dafür gibt es Regeln. Oder man mittelt die Spannung über eine Schnittlänge oder über ein Volumen oder über eine Fläche. Das sind verschiedene Ansätze. Also es gibt Mittelungsansätze und es gibt Punktansätze. Man muss sich dann auf eins festlegen und man sollte das Kriterium, was man verwendet hat, Punkt- oder Mittelungsansatz, sollte man an einer einfachen Probe mal gerechnet und nachgeprüft haben. Mhm. Danke. Also ich denke, reicht an der Stelle. Eine allerletzte Frage. Es geht jetzt hier um Prüfungen, also nicht um zerstörende Prüfungen, sondern um Sachen wie Auslagerung bei hohen und niedrigeren Temperaturen oder Schock- und Vibrationstests. Und die Frage ist, wenn ich 3 unterschiedliche Prüfungen machen muss, sollen dann die 3 Prüfungen an den gleichen Bauteilen nacheinander durchgeführt werden oder geht es auch, wenn jede Prüfung an einer separaten Baugruppe durchgeführt wird? Also das heißt, soll ich erst warm lagern oder warm feucht lagern, dann die mechanische Belastung draufgeben, was weiß ich, eine quasi statische und dann nochmal eine Vibration? Also macht man das alles an einem Prüfkörper? Oder nehme ich 3 verschiedene Prüfkörper und rechne? Was würdest du bevorzugen? Schwer zu sagen. Also, was würde ich bevorzugen? Also bevorzugen würde ich immer eine Kombination aus den 3 Wegen. Die Frage, ob man alles nacheinander an einem Bauteil abprüft oder nicht, das hängt damit zusammen, welche Philosophie man verfolgt. Also will ich jetzt meine Bauteilprüfung dazu benutzen, irgendwelche Sicherheitsfaktoren oder Reservefaktoren zu demonstrieren, oder will ich das Bauteil kaputt prüfen? Wenn das Ziel des Versuchs ist, das Bauteil kaputt zu prüfen, dann macht das sicherlich einen Einfluss, in welcher Reihenfolge die Belastung da drauf kommt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das von der Reihenfolge abhängt. Aber wenn ich den Bauteilversuch im Sinne eines Nachweisversuches machen will, und das bedeutet, dass ich eben zeigen will, dass die Struktur unter den realen Belastungsbedingungen nicht kaputt geht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man das nacheinander an einem Bauteil macht. Beantwortet das die Frage? Ich glaube schon, was ich noch zufügen würde, nein, möchte, und auch tue, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel was habe, was Alterung erzeugt, also zum Beispiel Auslagerung bei hohen oder sehr niedrigen Temperaturen oder Temperaturwechsel, dann würde ich sagen, ich möchte auch gealterte Proben nochmal einem Schock- oder einem Vibrationstest aussetzen, weil das macht schon einen großen Unterschied, ob das jetzt frisch oder gealtert ist. Und das kann ich auch schlecht rechnen, glaube ich. Also einfach mit diesem Alterungsabminderungsfaktor hast du ja auch gemacht, ja. Geht schon. Aber ich glaube, da habe ich echt einen riesen Vorteil, wenn ich eine Kombination mache.
Also einmal ungealtert und auch gealtert und da eben nochmal gucken, wo der Unterschied liegt. Gut, wenn ich dann wirklich dadurch eine große Degradation kriege, ja, dann macht es natürlich. Das meine ich. Ja. Genau. Mhm. Okay, und ich denke, jetzt sind auch keine neuen Fragen mehr reingekommen. Vielen Dank für so lange Zuhören und Durchhalten. War jetzt am Ende noch eine Stunde 15. Und danke für das Interesse, dass Sie nochmal Fragen gestellt haben. Ja, und dann würde ich mich damit verabschieden, Ihnen einen wunderschönen Tag zu wünschen. Soll ich noch irgendwas anderes organisieren? Noch mal sagen? Ich kriege nur den Kopfschütteln. Dann bis zum nächsten Mal, ohne uns. Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.